Ja, Gott. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Vegan Beauty Basket für den Monat März. Mal gucken. Für den Monat März. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Das ist die Vegan Beauty Basket Box. Die kommt wie immer, wie gewöhnlich, mit einer wunderschönen Karte. Hier ist die Produktkarte. Ich öffne jetzt das Schleifchen. Riechen tut sie nach gar nichts. Oh ja. ja, legen wir jetzt einfach mal los mit dem ersten Produkt. Und zwar kommt mir das Studio Botanic entgegen. Da habe ich schon zwei Produkte von dieser Firma in der Vegan Beauty Basket Box bekommen. Und zwar waren die anderen beiden verschiedene Handcremes. Und das ist jetzt eine Gesichtscreme. Und Studio Botanics, die Handcremes fand ich sehr gut. Die habe ich auch aufgebraucht. Das hier ist eine regenerierende Gesichtspflege, schnell einziehend und mit Hanföl, veganes Wachs und Olivenöl. Ja, ist immer wieder die gleiche Verpackung, egal ob es sich um Handcreme handelt oder Gesichtscreme, es ist immer dieselbe Verpackung. Und ja, ich freue mich, dass es dabei ist. Dann habe ich hier ein Glasbehälter. Und zwar von der Firma Pure Skin Food. Ein Peeling. Sehr schön. Das ist ein Peeling. Und zwar in der Duftrichtung Baobab und Raspberry. Eine Bio-Peeling-Maske mit Superfoods für einen verfeinerten, klaren Ton. Ja, es riecht wirklich sehr nach Natur. Es handelt sich um ein Pulver und jetzt muss ich mal eben schauen, wie man das überhaupt anwendet. Ich denke mal, man muss es anrühren. Gesicht lauwarm waschen, das Peeling entweder direkt in die feuchte Haut einmassieren oder zuerst mit Wasser zu einer Paste anrühren. Ja, mit kreisenden Bewegungen auftragen und für eine noch bessere Wirkung 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Also es riecht sehr nach Natur. Es riecht sehr nach... nach Stroh. Nach Heu. Genau, es riecht nach Heu. Aber ich finde das schön. Mir gefallen so Naturprodukte, Düfte. Und ich freue mich sehr, dass es dabei ist. Das hatte ich nämlich noch nie in einer Box drin. Dann habe ich hier von der Firma Go and Home eine Cleansing Emulsion. Reinigt das Gesicht. Creamy Lemongrass reinigt das Gesicht sanft und effektiv. Perfekt für die tägliche Waschpflege und zum Abschminken geeignet. Eine süße kleine Tube, da sind 30 Milliliter. Da sind 30 Milliliter drin und es riecht nach Zitrone. Finde ich auch sehr, sehr schön. Was ist das? Von der Firma Studio 78, Studio 78, Paris. Ah, ein Blush! Eine dekorative Kosmetik. Ui, da freue ich mich jetzt sehr, 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 sehr drüber. So, das ist so ein Tiegelchen. Ein Tiegelchen. Und ja, es ist ein gebackenes Blush, denke ich mir mal. Die Farbe gefällt mir sehr gut und ja, finde ich sehr, sehr schön. Es ist ein rosa mit einem peachigen Einschlag, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Da sind auch keine Schimmerpartikel drin, sondern ein ganz mattes Blush und
da bin ich auch sehr, sehr froh drum, es dabei zu haben. Habe ich mir das ausgesucht. Ach, das ist ja auch interessant. Hier ist nämlich ein Spiegel mit drin, ne? Hier im Deckel. Riechen tut es nicht gut. Es stinkt. Wonach stinkt es? Ich kann auch nicht riechen. Ja, oh Gott. Es stinkt. So, hier auf dem Handrücken stinkt es und es ist ein Duft, den ich nicht riechen kann. Rouge. Das hochwertige Rouge ist reich an feuchtigkeitsspendendem Kokosnuss, Avocado und Aprikosenöl aus kontrolliertem biologischem Anbau sowie Kamilleöl, das heilungsfördernd wirkt. Verpackungen und Produkte sind 100% biologisch abbaubar. Aber ganz ehrlich, es riecht nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es riecht. Also, kennt ihr das? Wenn ihr an einem Duft schnuppert und irgendwann macht die Nase Stopp und man kann es nicht weiter riechen, also man kann es nicht weiter einatmen, weil es unerträglich ist. Ja, vielleicht bin ich da so ein bisschen empfindlich. Ich weiß es nicht, aber das ist echt kein guter Duft. Dann das letzte Produkt, das ist ein Pinsel. Und zwar von der Firma Barbara Hoffmann. Barbara Hoffmann. My Beauty Secret. Okay. Es ist ein schöner weicher Pinsel. Das ist also ein Rouge-Pinsel und der besteht aus super soften Synthetika und kann mit losem oder gepresstem Puder verwendet werden. Ja, finde ich auch gut. Solche Pinsel kann man immer gut gebrauchen. Fertig! Den Gesamtwert blende ich euch hier oben ein und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.